Himmelschreiende Heuchelei beim Kampf gegen die illegale Einwanderung wirft Kommissionspräsident Juncker den EU-Staaten vor. Herzlich willkommen bei der Zeit im Bild. Dreimal verschoben, zwei Jahre zu spät, aber heute hat es sie gegeben. Es war eine Wahl mit Hindernissen in der Demokratischen Republik Kongo. Iba Twaruch, die langjährige Frankreich-Korrespondentin des ORF, ist überraschend gestorben. Das Wetter ist weiterhin windig. Erst laut kritisieren, aber sich dann, wenn es darauf ankommt, nicht engagieren. So könne Europa nicht funktionieren. Das sagt EU-Kommissionspräsident Juncker und geht also mit den EU-Mitgliedsländern hart ins Aus Geld. Paris hat uns heute eine schreckliche Nachricht erreicht. Unsere beliebte Kollegin Eva Twaruch, seit Jahrzehnten Frankreich-Korrespondentin des ORF, ist überraschend im Alter von 55 Jahren gestorben. Die zweifache Mutter erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter das Goldene Verdienstzeichen der Republik. Zutiefst betroffen zeigt sich Generaldirektor Alexander Vrabetz. Mit Eva Twaruch verliere der ORF eine große Persönlichkeit, die das Korrespondentennetz maßgeblich geprägt habe. Der Opposition genügt das vielfach nicht. Sie fordert ein wesentlich härteres Durchgreifen und spricht von präventiver Inhaftierung beim Verdacht auf Radikalisierung. Was neu ist, ist, dass jetzt bekannt wurde, dass die Eltern und auch die beiden Brüder des gesuchten Täters einvernommen werden. Man könne die Sicherheitskräfte in Zeiten so großer Terrorbedrohung nicht weiterhin in diesem Ausmaß für die Gelbwesten-Proteste mobilisieren, sagt die Regierung. Eva Twaruch war Journalistin mit Leib und Seele. Rastlos, energiegeladen, mutig und, wenn es sein musste, auch unbequem. Die Liebe zu Frankreich erwachte in der gebürtigen Wienerin bei einem Auslandssemester in Orléans. Bereits mit 19 Jahren begann sie als freie Mitarbeiterin für den ORF zu arbeiten. Und sie wurde nicht als Auslandskorrespondentin geboren. Nicht alles ist Gold, was glänzt. Das passt in mancher Hinsicht zur Ski-WM in Saalbach. Seit 1995 hat Eva das ORF-Büro Paris geleitet. In unzähligen Berichten über Politik, Terror, Mode, Kultur, Fußball und besonders gerne über französische Lebensart informiert. Etwa in Mein Paris für das Weltjournal. So war Eva Twaruch und so haben wir sie geliebt. Und eine Reportage aus dem Jahr 1997 macht heute besonders betroffen. Als Prinzessin Diana hier in Paris ums Leben gekommen ist, hat das Interesse der Franzosen für die britische Monarchie noch verstärkt. Wobei das Faible der Bevölkerung für Königshäuser trotz allem für viele überraschend ist. In einem Land, das mit seinen Königen um vieles brutaler umgegangen ist als seine Nachbarn. In Memoriam Eva Twaruch zeigt der ORF am kommenden Mittwoch ihre Dokumentation Mein Paris. Um 22.30 Uhr in ORF 2. Und damit sind wir bei den Hinweisen. Gleich im Sport springt Stefan Kraft beim Auftaktspringen. Sehen wir es noch? Hier sehen wir es beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee. Springt er auf das Podest. In den Seitenblicken geht es weiter mit den Jahresrückblicken und dem zweiten Teil der Feste des Jahres. Sehen Sie in Kürze die besten Events von Juli bis Dezember 2018. Das war meine letzte Zeit im Bild, leider muss ich sagen. Aber im neuen Jahr freue ich mich sehr auf die Sendungen Mittag in Österreich, gleich nach der Mittags-ZIP und Aktuell in Österreich, gleich nach der ZIP um 5. Da werden dann meine Kolleginnen Gabi Konrad, Nadja Marder und meine Wenigkeit für Sie da sein. Schauen Sie sich das an. Wirst du auch zuschauen, Susanne? Natürlich. Ich sage auch danke, Stefan, und wünsche dir alles Gute. Dir auch alles Gute. Wir haben jetzt noch das Wetter mit Markus Watzak für Sie. Und noch einmal wünschen wir beiden einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.